Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das sind eine ganze Menge Fragen, die heute gestellt werden im Evangelium. Fragen, die möglicherweise solche sind, die uns helfen, das, was ja die Evangelien im Durchgang dieser Zeit auf Ostern hin wollen, dass wir selber Antworten finden für unseren Glauben. Dass wir selber eine Antwort finden auf die Frage, wer sind wir denn eigentlich als Christ und was heißt das, Christ zu sein? Wir sehen den Blindgeborenen, wir sehen seine Umgebung und wir sehen Christus. Vielleicht können wir so durch dieses lange Evangelium noch einmal durchgehen. Gleich am Anfang stellen die Jünger diese Frage, als sie den sehen, einen Mann, der Stadt bekannt ist, weil er betteln muss, der wurde blind geboren. Wo kommt das her? Es muss doch einen Grund dafür geben. Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Vielleicht stellen wir heute die Frage nicht mehr nach der Sünde, aber wir stellen sehr schnell die Frage, wozu ist ein solches Leben gut? Ausgehen. Auf bestimmte Stationen. Wozu ist der denn noch da? Wozu ist die denn noch da? Was ist denn das für ein Leben? Was hat denn das für einen Sinn? Oder manchmal sprechen Menschen so über sich selber. Wozu bin ich denn überhaupt noch hier? Ich bin dazu gar nichts mehr gut. Fragen wir nicht so? Und Jesus bleibt die Antwort nicht schuldig. Die klingt zunächst für uns merkwürdig. Aber all die Fragen, und man könnte viele, viele anfügen, angesichts der Leben, wo wir solche Fragen stellen, benötigen alle diese eine Antwort Jesu. Er sagt es deutlich. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Es gibt keine andere Antwort im Munde der Christen als die Antwort Jesu. Auf diese Frage, die jetzt auch hier mitten im Raum steht und die vielleicht plötzlich oder schon länger mitten in meinem Leben aufgestanden ist. Auch an dem beschädigten Leben, an dem bedrohten Leben, an dem behinderten Leben, an dem Leben, das ganz langsam verlöscht, soll das Wirken Gottes offenbar werden. Wir sehen das deutlich. Wir hören das noch einmal in dem Evangelium. Wir sehen es jedes Mal, wenn wir auf das Kreuz blicken. Auch in diesem hingeschlachteten Leben soll das Wirken Gottes offenbar werden. Und so gilt es für jede menschliche Existenz. Wir sollten uns sehr hüten, in die wohlfeilen Antworten, die man heute so handelt, einzustimmen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir wehren uns auch nicht genug aus der Kraft unseres Glaubens heraus, diese Antwort zu geben, die Jesus uns heute anbietet und auf die er uns verpflichtet. Die Umgebung des Blindgeborenen. Natürlich. So eine Heilung, wenn Gott wirkt und Gott handelt. Wir denken immer, oh, das ist doch mal schön. Wir warten doch immer drauf. Wir beten doch so oft. Jetzt mach doch mal. Kannst du da nicht und warum machst du nicht? Liebe Schwestern und Brüder, wer er tut es, dann soll man auf Überraschungen gefasst sein. Wehe, Gott handelt wirklich. Ob uns das in den Kram passt und ob das genauso passend ist, wie wir das vielleicht gerade brauchen, darauf ist Gott nicht verpflichtet. Gott ist frei in seinem Handeln. Und dann weckt es nach dem ersten Erstaunen unsere Neugier. Ja, wie hat er das denn gemacht? Und dann findet auch in unserem Leben oft das statt, was hier geradezu wie eine Komödie sich herausnimmt. Ach, das ist er gar nicht. Er hat einen Doppelgänger. Der sieht ihm nur ähnlich. Nee, das ist er nicht. Doch, er ist. Ist das? Ja. So geht das hin und her.
Also weil wir ja das ja gar nicht glauben können und weil es ja gar nicht in unsere kleine, spießige Welt passt, wo Millimeterpapier ein Weidegatter ist, wie wir das einordnen. Aber Gott lässt sich nicht in dieses Millimeterpapier, das wir da haben, das sich dann rational nennt und wissenschaftlich belegbar. Gott hält sich nicht daran. Das ist eben die Art Gottes. Gott ist halt nicht eine Nummer, die wir aus dem Schrank ziehen und haben das große Los gezogen. So klappt das nicht. Wir sollten darauf gefasst sein. Und nach all der Kuriosität und all der Neugier und all den Ausreden, dieser Mann gibt erstaunlich klare, ganz nüchterne Auskünfte. Die Eltern merken schon bei den Befragungen, na, das hat ja Folgen, wenn man sich da klar positioniert. Auch der Blindgeborene zieht sich ja nicht einfach aus der Affäre und sagt, ja, ich bin da irgendwie gesund geworden und dann ist es gut. Nein, er benennt, was er gemacht hat, wer es gemacht hat, was geschehen ist. Eine ganz nüchterne Auskunft. Und dann sehen wir an der Umwelt des Blindgeborenen etwas, das uns vielleicht der einen oder dem anderen bekannt vorkommt. Wenn man sich wirklich entschließt zu glauben, und ich meine jetzt nicht dieses Ding irgendwie so hinter der Stirn, dass uns samstags abends so eine Anmutung kommt und sagt, ach, morgen ist ja auch Sonntag, da könnten wir ja vielleicht auch mal wieder. Nein, wenn man wirklich versucht zu glauben, das in jedem Moment in sein Leben versucht umzusetzen, so anstrengend das ist, liebe Schwestern und Brüder, das macht sehr einsam. Haben Sie schon mal probiert? Gestern Morgen ist es mir so gekommen. Wir haben gestern eines der größten Feste der Christenheit gefeiert. Da war doch was. 25. März, 9 Monate vor Weihnachten. Ja, wir waren morgens hier im Hochamt fast 30 Leute. Wir haben das schön gefeiert. Aber ich habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich der Rest? Es sind doch, glaube ich, mehr getauft in Saarbrücken als 30 oder sagen wir mal in unserem. Nehmen Sie es ruhig mal als Kritik an. Wenn man anfängt zu glauben, liebe Schwestern und Brüder, das ist nur ein kleines Beispiel, dann macht es einsam. Dann sagen plötzlich die um einen herum, manchmal bis in die Familie hinein, oh, der ist im Moment auf so einem Trip, der hat so einen Spleen, der hat so einen Hau, der geht ja immer dahin oder meint jetzt immer, muss dahin fahren oder plötzlich nimmt er, und sie fangen dann an, die Bibel wenigstens zu verstecken, wenn sie heimlich drin lesen, wenn der Rest noch schläft oder sonst etwas tun. Sag ich, mach noch was im Internet, dann lesen sie heimlich in der Bibel. Oder sie können ja auch im Internet die Bibel lesen. Glauben macht eins darunter. Wir sagen immer in unseren Hochglanzbroschüren, der Glaube verbindet und der Glaube macht frei. Das ist alles schön. Das kann auch alles richtig sein. Aber zunächst macht er einsam. Dieser Blindgeborene steht am Schluss alleine vor Jesus. Und er wirft sich alleine vor ihm nieder. Wir sehen keine dankbaren Eltern daneben, die Jesus die Hand küssen und sagen, du hast ihn sehend gemacht, wir haben ein Leben lang darauf gewartet. Nein, wir sehen keine dankbaren Pharisäer neben Jesus, die sagen, das ist großartig, dass du so etwas tust, das ist eigentlich das Handeln Gottes. Wir sehen kein dankbares Volk, wir sehen das alles nicht. Wir sehen einen, an dem Gott gehandelt hat. Allein, einsam, ausgestoßen. Und der glaubt. Und schließlich Christus, um den es uns ja immer gehen muss. Wir sehen, dass Christus sich seine Glaubenden schafft. Wir könnten noch ganz direkt sagen, er macht sie sich. Wir könnten uns fragen, wie hat er mich eigentlich gemacht? Wie hat er mich dazu gebracht, zu glauben? Wie ist das bei mir eigentlich gegangen? Und vielleicht sind wir aus so einer Mischung aus Tradition, Gewohnheit und so. Aber mir macht das keiner weiß. Heute geht niemand mehr einfach aus Gewohnheit in die Kirche. Denn da ist das Bett schöner, das Frühstück angenehmer oder eine andere Gesellschaft einladender. Heute merken wir mehr, dass uns etwas zieht. So sagen wir vielleicht ganz allgemein. Aber es ist nicht etwas.
Es ist jemand, der unseren Glauben will. Genauso wie ihn dürstet nach dem Glauben der Samariterin am letzten Sonntag, so verlangt ihn nach dem Glauben dieses Blindgeborenen. Er will ihn als Glaubenden. Und so konfrontiert er ihn am Schluss, der gar nicht anders kann. Von der Heilung ist gar keine Rede mehr, sondern vom Glauben an den Menschensohn, der gar nicht mehr anders kann, als vor ihm auf die Knie zu gehen, sich vor ihm auf den Boden zu werfen und sagen, du bist es und ich glaube an dich. Die Frage nach dem beschädigten Leben, die schmerzliche Erfahrung, dass Glauben einsam macht und letztlich, dass Christus mich als Glaubenden will und wie er das anstellt. Das sind Fragen, die im Raum bleiben. Und keine Predigt kann sie beantworten. Ihr und ich, jede und jeder von uns, muss sie selber beantworten.